So, ihr Lieben, ein paar Tage sind jetzt schon vergangen und ich komme immer wieder in mein Bastelzimmer und probiere die Stempel ein bisschen weiter aus. Also, es sind einfach mega tolle Stempel und jetzt ist eben die Frage, was kann man denn alles noch so mit den Stempeln machen? Ne? Da zum Beispiel das Kassebuch. Also ich finde ganz toll, kommen sie raus auf kaffeegefärbtem Papier. Da gibt es ja mal hellere Kaffeefärbungen oder dunklere. Das war ein ganz hell gefärbtes kaffeegefärbtes Papier und da habe ich mit brauner Farbe drauf gedruckt. Das finde ich toll. Das tut man einfach noch ein bisschen so altern, ein bisschen was einreißen, Tesa drauf, ein bisschen Knicke oder so. Wie man es halt immer so gern machen. Ne? So ein bisschen auf alt trimmen. Und dann kann ja sowas dann schon tatsächlich oder mal so eine Ecke abreißen, wie es bei so alten Dokumenten manchmal so ist. Man braucht gar nicht viel machen, nur einfach so ein bisschen auf alt trimmen und dann würde ich da gar nicht mehr großartig was machen. Dann kann das so, wie es ist, einfach im Journal irgendwo eingesteckt werden als ja, sogenanntes Ephemera. So sieht's aus. Da würde ich groß gar nichts mehr machen. Das war ja dieser Stempel hier. Ich liebe den total. Was man da aber auch machen kann damit. Man könnte, weil der hat so eine schöne Größe. Hier sehen wir jetzt mit Schwarz gestempelt. Ich finde, der eignet sich auch gut in Hochformat als Tag. Da schneiden wir oben die Ecke ab, klebe den auf ein bisschen, ein stärkeres Papier drauf, dass er eine gewisse Stabilität bekommt. Also das ist jetzt, der ist jetzt hier auf ganz dünnem Papier. Da würde ich eher ein bisschen ein stärkeres Papier nehmen. Aber so zum Vorführen ist das jetzt eigentlich egal. Also einfach dann vielleicht so ein bisschen auf ein braunes Papier draufklebe. Dann würde ich das mit so einem bisschen einem Rand abschneide. Hier oben kann man sogar so ein Stück länger noch lassen. Und jetzt schneide ich hier runter und lasse in etwa so die gleiche Breite wie auf der Seite. Ich mache jetzt Pi mal Auge. Ihr könnt natürlich eure Schneidmaschine benutzen. Dann wird es ganz genau. Dann schneiden wir da so eine Tag-Ecke weg. Könnt ihr Pi mal Auge machen, wenn ihr euch das traut. Ich traue mich auch, aber meistens wird es nichts. Meistens wird es nicht so ganz genau. Ja doch, es geht heute. Heute bin ich ganz zufrieden. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich würde jetzt da ein bisschen definitiv schon distressen. Das auf jeden Fall. Auch bei so einem Kraftpapier. Hinten ist eben der Platz zum Schreiben. Also wenn das dann in einem Journal drin steckt, ist das dafür gedacht, dass man hinten kleine Erinnerungen, irgendwas aufschreibt. Na, hier ist ja genug Platz, ne? So, und vorne ist die Dekoration. Was wir auf jeden Fall machen können, ist eine Öse reinmachen. Ich mache Augenmaß. Ihr könnt das schon euch vielleicht anzeichnen, wenn ihr nicht so perfekt seid vom Augenmaß her. Das hole ich mir dann mal. Eine passende Öse. Ja, die kleine goldene. Ich glaube, die ist gut von der Größe her. So. Fest zudrücken. Hoppla. Sieht das schon mal nicht schlecht aus. Ne? Und jetzt kann man da als Dekoration zum Beispiel, was ich euch da letztens gezeigt habe von diesem 49 End Market, ich euch doch gesagt, dass ich da so tolle Ausstandsteilchen mir gegönnt habe. Da könnte man doch jetzt mal da vielleicht noch ein passendes finden. Ich habe die ich schon ausgestanzt habe, hier so oben drauf gelegt. Vielleicht ist da gerade was dabei. Was man vielleicht da oben drauf kleben könnte. Was so ein bisschen was hermacht. Das ist zu breit mit einer Margarite, da müsste man zu viel abschneiden. Was haben wir dann noch? Das ist auch sehr schön, aber zu groß. Doch, die Margarite. Also ich fand die hier nicht schlecht ausgesehen. Ne? Okay, ich glaube, die nehmen wir. Da gucken wir mal, wie wir mit denen klarkommen. Ich werde jetzt ein wenig da so ein Gesso drauf machen. Ganz leicht so wischiwaschi wird. Ich mache es mit dem Fingerpinsel.
gerade so in dem Bereich, wo die Blümle hinkommen. Mit so einem Gesso ist das so halb transparent, bleibt es noch. So. Hinter auch. Mal gucken. Ein bisschen was. Ich föhne das ganz kurz. So, ich hebe das jetzt mal so hin. Ich drehe es um und ich zeichne mir das an. Bis wohin in etwa. Ja, also hier überall sollte der Klebstoff hin. Aber ich habe Glück, es kommt was. Meine Aquarellfarbe von VH Aquarell habe ich schön sauber gemacht, frisch sortiert, wie ihr es hier sehen. Und ja, und habe hier da frische Farbfelder gemacht, damit ich genau sehe, wie welche Farbe aussieht. Ich überlege gerade, möchte noch ein paar Spritzer drauf machen, welche Farbe ich da nutzen möchte. Ich glaube, so braune und so helle Spritzer, das können wir jetzt gut vorstellen. Mal die mal nass machen. So ein dünner Pinsel. Ja. Jetzt noch die Glitzerfarbe. Die muss man immer eine Weile anrühren. Da darf man nicht zu schnell machen. Das braucht einfach eine Weile, bis ich diese Glitzerpigmente da gelöst habe. Also etwas geduldig sein und schön damit Flüssigkeit schön drin rumrühren. Und das sieht man dann auch, wenn die sich lösen. Das ist so toll, wie viel so Glitzerpartikel da drin sind. Und das schimmert dann echt mega schön. So, jetzt probieren wir mal die da aus. Das sieht man hauptsächlich dann, wenn es trocken ist. So, mehr machen wir damit. Kann ich trocknen. Oder ich trockne das. Ich glaube, ich distress ein bisschen mit einer dunkleren Farbe drumherum. Oh, Jesus Gott. Ich muss schon wieder aufräumen, Leute. Das ist wieder schlimm. Nehmen wir mal das ganz dunkle hier. Dass es mir auffällt. So. Okay. Brauchen wir noch ein Band oben rein. Ach Gott, wird das so eine Schlaufe, aber ich ziehe das Band durch. Das gefällt mir immer irgendwie am besten, dass da nur so eine Schlaufe oben ist. Und der Rest darf da seitlich runter gucken. Und wird noch ein bisschen in Form geschnitten. So. Genau. So kann man das wo reinstecken. Hinter kann man schreiben. Und das kleine süße Etikette schaltet jetzt hier im Hintergrund. Ne? So, das können wir mal. Was man zum Beispiel mit den Unterschriften machen kann. Da machen wir so kleine Anhängerle. Da diese Unterschriften hier, die sind auch richtig toll. Also richtig sieht ja aus wie handgeschrieben. Ne? Also wenn man die abdrucken auf ein ganz normales weißes Papier, Fotopapier oder vom Zeichenblock und Papier, hier ein Riesenhaufen links. Oh je, das türmt sich regelrecht.
So, ein bisschen Sauerei drauf. Dann machen wir die Rückseite. Gar nicht übertrieben hier mit der Tinte. Machen wir ein paar Abdrücke. Ich hoffe, dass sie einigermaßen funktionieren. Ja, der ist schon toll. Also wenn ihr so einen Block habt und ihr habt so braunes Papier drin, dann könnt ihr euch da so Streifen schneiden. Das habe ich schon mal vorbereitet. Das sind so Streifen. Also ich habe meine tatsächlich mit meinem Papierschneider gemacht. Und die sind so 2 Zentimeter breit. Ich schneide das jetzt mal hier so großzügig erstmal hier ab. Das ist eine Unterschrift, die ist gut geworden. Ich schneide die jetzt mal in Form. Und zwar so, ja, dass das relativ wenig Spiel drumherum hat. So, und aber gerade ist, ne? So sollte es sein. Also mein Papierstreif ist 2 und diese Unterschrift, die mache ich jetzt auf 1,8, dass ich ein bisschen einen Rand habe. Den darf man ruhig sehen. Ihr seht gleich, was ich meine. So, das haben wir jetzt. Ihr seht schon, was ich hier mache. Ich lege einfach 3 Blättchen übereinander. Und dann möchte ich aber oben ein bisschen Luft. Ne? Also ich von den 3 Streifen, die sind ja genau in der gleichen Breite. Und dann lege ich meine kleine Mini-Unterschrift darüber. Und hier oben, da kommt dann eine Öse und so rein. Da lasse ich einfach ein bisschen Luft und auch dieser Kontrast von diesem Papier gefällt mir ganz gut. Also das wird verbunden, das wird verbunden. Und hier kommt diese große Unterschrift drauf. Jetzt werden wir diese Papierstreife übereinander kleben. Dass ich da jetzt ein bisschen noch bewegen kann, wenn ich das da drauf gebe. Jetzt werde ich das ein bisschen schiebe, aber nicht lang. Der hebt ganz schnell. Jesus, Marian Josef. Oh, der hebt wirklich unglaublich schnell mit zu krumm. Hast du so ein Bockmist? Moment. Ah, dass das so schnell anzieht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Naja, das dritte muss auch noch drüber. Hatte ich schon der Wahnsinn. Da muss man aber wirklich genau zirkeln. Also, vielleicht habt ihr einen anderen Klebstoff, der nicht sofort so anzieht. Das ist ja irre. Also, da werde ich jetzt genauestens aufpassen, dass es gleich passt. So. Ich meine, ich kann das ja immer noch so ein bisschen mehr zurechtschneiden. Das ist schon mein Ding, ne? So, auch das können wir. Die Stresse aber. Ich schneide hier jetzt so kleine Ecke ab. Die mache ich wieder augenmaßmäßig an alle 4 Seiten. Ich mache die Kante schwarz. Dann noch genug Material von gerade eben drin, ne? Das kleben wir da drüber. Da benutze ich jetzt doch meinen U-Stift. So, und ihr habt sicher auch schon solche Videos gesehen. Jetzt kommt der Punkt, wo alle ihre diese Lackierfläschle raushole, wo man dann da ewig lackieren muss, damit es so schön glänzend ist. Ich mache das nachher anders, müssen noch dabei bleiben. Ich klebe jetzt erstmal die hier zusammen und nachher lackieren wir auf Bullenhutart. Und jetzt machen wir da der Glanz drauf. Und zwar mit durchsichtigem Tesaband mache ich das. Ein Blatt Papier drunter, dass ich kein irgendwelche Fusseln oder sowas hinbekomme, dazwischen bekomme, weil so ein Band zieht da schon so einiges an. Das war jetzt nicht so geschickt. Ich mache da immer ein Papier drunter, dass ich da anfange. Also wieder. So, also das ist mein Band. Und ich mache es so senkrecht.
lege das jetzt da drauf. So. Das hält sich jetzt schon fest. Und ich schneide es so ab in etwa, dass ich das nach oben biegen kann. Beziehungsweise tue ich das jetzt hier aufstelle und biege es jetzt so rum. Und wir sehen, es reicht nicht. So, so war es nicht geplant. Jetzt habe ich da oben noch Papier übrig. Jetzt biege ich das da von da oben einfach darunter. Das ist jetzt da zwar doppelt gemoppelt. Das schneide ich ab, weil das ist nicht schön. Da habe ich so meine Fingertapser und so drauf. Das wollen wir nicht. So, das war jetzt das Erste. Das ist jetzt mal nicht für eure Augen bestimmt gewesen. Aber es ist fertig. So. Und mit so einem Band, wenn man jetzt den Überschuss jetzt dann weg schneide, also ich mache das jetzt richtig fest. Und schneide ich einfach die Form nach. Ich lasse auch ein ganz kleines bisschen Rand stehen. Das ist eigentlich wie dann laminiert, kann man sich vorstellen. Es ist geschützt. Es glänzt ein bisschen. Und da brauchen wir nicht. Ich habe dieses Glossy Accents. Oder wie heißt es? Glossy. Wie heißt das? Muss gerade mal gucken. Alter. Ja, dieser 3D-Effekt. Sowas habe ich auch. Nur das trocknet, ich glaube, 8 Stunden oder so. 8 Stunden. Also sorry, Leute, aber die Zeit, die habe ich nicht. Die möchte ich mir jetzt auch nicht nehmen. Ne? So, das erste haben wir fertig. Bei den anderen mache ich das jetzt genauso. Machen wir jetzt wieder eine Öse rein. Da würde kleine Öse reichen. Pi mal Auge. Also wenn eine Ich habe ja dieses Krokodil jetzt schon ewig und 3 Tage und trotzdem muss ich immer aufpassen. Also ich habe jetzt hier den dünnen Stift und da müssen wir darauf achten, dass im Buchstabe beim dünnen Stift steht der C, so merke ich mir das. Und bei dem unteren Würfel, das sind Zahlen, da geht es 1, 2, 3, 4 und C ist ja der dritte Buchstabe, A, B, C, also müsst ihr unten dann auf 3 stellen. C und 3 gehört zusammen. So könnt ihr euch das merken. Und dann einlege und feste zusammendrücke. Richtig fest. Und dann passt es auch hinten und vorne auch. Und ihr tut euch nicht weh. Und die Öse ist drin. So, und jetzt ist noch die Frage, wie machen wir die Dingerle fest am Journal? Da nimmt man, oder kann man nehmen, quasi solche Ballpins heißen die, also so birneförmige Sicherheitsnadeln sind es. So, die kann man nehmen und man könnte auch noch ein bisschen Perle oder so dazu fädeln. Die haben wir hier drin. Gehen wir einfach mal so hier da durch, mal gucken, was sich auffädelt. Ich denke, 2 Sachen lange auch. Und da durch. So, viel mehr brauchen wir da gar nicht machen. Jetzt hole ich mal irgendeine Journal-Seite. Gucken wir mal, wie das aussehen würde. Ihr seht, ich bin noch nicht weiter mit meinem Journal. Ich befürchte, die 10.000 Abonnenten sind jetzt gleich dann da. Und ich bin nicht fertig. Ich bin einfach nicht fertig mit meinem
Journal, was es dann dazu gewinnen gibt, aber es ist halt so. Da müssen wir dann einfach geduldig sein. Und ich muss mir da mal diese Woche wirklich in den Hintern treten und dranbleiben. So. Jetzt können wir da einfach mal gucken. Da ist schon viel los. Braucht ein bisschen eine stabilere Seite. Die ist stabil. Da würde ich jetzt ein Stück Spitze vielleicht oben hin kleben. So. Da hängen wir das dran. Und das Ganze, ja, können wir so hinkleben. So wird das funktionieren. Ich nehme mal da so einen Textilkleber. Kommt ein bisschen wild hier raus. Da streue ich jetzt noch ein bisschen goldenes Glitzer drüber. Gerade in diesen flüssigen Kleber rein. Abschütteln und so sieht es dann aus. Also das wird jetzt trocknen und da haben wir jetzt so ein bisschen Bimmelbammel dran mit so einem Namen und das kann dann so in das Journal rein. Und die kommen Vorrat. Ja, und das kann hier rumbaumeln, gefällt mir ganz gut. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir da nirgends reinkommen. So, ihr Lieben, ich werde jetzt mit diesem Video das Video jetzt beenden, weil ich habe jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert, aber das Video wird so lang und ich denke, in den nächsten Videos werden wir öfters noch den Stempel quasi begegnen und was ich mitmache. Also, wie gesagt, wir haben jetzt dieses Dingeldangel gemacht. Wir haben ganz normal auf Papier gedruckt, auf verschiedenste Papiere. Das sieht dann auch wirklich unterschiedlich aus. Ich zeige euch jetzt mal noch hier ein Kistchen, was ich so die letzten Tage so gemacht habe. Das haben wir heute gemacht. Also dieser eine Stempel, ich liebe den halt total. Der hier, oder der Stempel selber, ist ja der hier. Der hat eine schöne Größe, ist super filigran. Ihr könnt den in den Hintergrund machen und einen Tag draus machen, wie das hier zum Beispiel. Oder ohne die Blümchen geht auch. Also der sieht auch so super aus. Je nachdem, auf welches Papier man ihn druckt, müsst ihr dann noch irgend so ein Kraftpapier hinter drauf machen. Oder auch nicht. Ne? Also weil so ein Tag ist ja einfach ein bisschen stabiler. Ne? So, was haben wir noch? Wir haben diese kleine Charme, sagt man, Schmuckteilchen, die man irgendwo hinhängen kann. Wie ich es euch jetzt gerade gezeigt habe, hier jetzt auf dieser Seite, das baumelt dann da so rum, das Glitzer. Müsst ihr nicht machen, wenn euch das nicht gefällt. Da können wir später noch einen Knopf hinnähen, so habe ich mir das jetzt gerade vorgestellt, aber da muss es einfach erstmal trocken sein. Ja, und das ist dann einfach auf einer Seite drauf und kann dann außer, wenn dann da mehrere Seiten im Journal sind, das kann dann einfach da so rumhängen. Ja? Könnte man jetzt meinen, die Person hat das Bild gemalt oder so. Ne? Theoretisch könnte das also sein. Also das sind diese kleinen Charms da. Dann haben wir diese Bingo-Karte. Je nachdem, mit welcher Farbe ihr da stempelt, sehen die halt anders aus. Und ich habe mir Bingo-Karte angeguckt, original Vintage-Bingo-Karte. Da gibt es auch tatsächlich welche, die auf so braunem Papier daherkommen. Und hinten ist einfach zum Schreiben, das kann man so in den Journal reinstecke, da braucht man eigentlich gar nichts machen. Man kann da natürlich Spritzer und alles Mögliche noch drauf machen, muss man aber nicht. Ne? Mal gucken, was wir noch alles im Körbchen habe. Ja, das ist natürlich der Hortensienstempel. Jetzt müssen wir die Stempel, ich gucke hier voll auf meine Stempel drauf, Moment. Mal die ein bisschen auf Zeit schaffen, die Schätzele da. So. Der Hortensienstempel. Ne? So sieht er aus. Ist jetzt schon ein bisschen halt, hat schon einiges jetzt gemacht. Und ja, und dann könnt ihr natürlich das einfach anmalen und ausschneiden und dann irgendwo im Journal dann wohin hängen. Muss jetzt gerade noch gucken,
da so ein Tag habe, hier hätte ich jetzt einen Tag. Na, der ist jetzt ein bisschen. So, machen wir mal so. Einfach wo drauf klebe oder so und dann ein bisschen was Hintergrund mache und dann ist das schön. Also oder auf einer Seite irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier ein bisschen Platz habe. Hier zum Beispiel. Irgendwo auf einer Seite könnt ihr den natürlich auch so reinstempeln und dann auf der Seite bemalen. Oder ihr macht es halt, wie es ich gemacht habe. Ihr stempelt den separat und klebt euch das fest. Und wenn ihr zum Beispiel nur hier oben und hier unten festkleben würdet, könnt ihr dann irgendein anderes Ephemera-Teil dann noch dahinter stecken, was man sich dann rausnehmen kann und beschriften kann. So könnt ihr das zum Beispiel mit der Hortensie machen, weil die hat schon eine ordentliche Größe. Die Größe hat mir quasi die liebe Anne angepasst. Der war nämlich, glaube ich, kleiner und sie hat mir größer gemacht. Also wenn ihr da bei der Anne im Shop guckt, da gibt es manche Stempel zweimal drin und da heißt es dann groß und klein. Also ich habe immer die große Variante. Ne? Und je nachdem, auf welchem Papier ihr das druckt, das ist jetzt Aquarellpapier, ganz günstiges. Das ist natürlich super stabil, um sowas zu machen, wie so eine Tasche draus zu machen. Das ist ganz normales, das war, glaube ich, Fotopapier. Da ist der Stempelabdruck auch super schön geworden und immer mit wasserfester Tinte natürlich. Das müsst ihr dann aufkleben irgendwo. Das war die Hortensie. Hier habe ich sie auch ausgeschnitten. Das ist eine besondere Technik. Die Technik, die ist von Luise Heinzel. Da verlinke ich euch ein Video. Und das habe ich ausprobiert. Und es ist so eine mega tolle Technik. Das zeige ich euch jetzt in dem Video nicht. Das muss ich nochmal ausprobieren. Aber ich verlinke euch das Video. Sie hat da mit Distress Oxide Farbe gestempelt und hat Fotopapier benutzt. Und hat es richtig nass gemacht. Und dann wird gestempelt mit der Oxide. Es muss eine Oxidefarbe sein. Da wird gestempelt in das Nasse rein. Dann wird der Stempel abgenommen. Und dann geht man mit einem Küchentuch drüber und macht es trocken. Und dann sieht es so aus. Das sieht, ich kann es gar nicht beschreiben. Mega. Das ist übrigens die Walnut Stain, die Walnussfarbe. Die sieht dann normalerweise ganz anders aus. Aber mit dieser Methode, die ich bei Luise da im Video, also das ist schon ein älteres Video, mal gesehen habe, kommt Walnut Stain dann so raus. Und da habe ich mir auch einen ganzen Abend so Experimente gemacht, weil mich hat das sehr beeindruckt. Also es hat mir sehr gut gefallen. Und da zeige ich euch jetzt mal. Ich habe das nämlich noch mit dem anderen Stempel probiert. Ich habe auch die Schmetterlinge so gestempelt. Ja, ne? Das ist dann halt verschwommen. Das ist dann, weil da so viel Wasser im Spiel ist. Aber trotzdem, es ist also irgendwie unglaublich toll. Also ja, müsst ihr mal ausprobieren. Hier der Schmetterling auch. Mir gefallen die mega gut. Das sind die Schmetterlinge. So sieht er aus, normal gestempelt und so ein bisschen mit Aquarellfarbe angemalt. So sieht er aus mit dieser Methode. Auf Fotopapier muss es sein. Und das Fotopapier spritzt man richtig nass. Und in das Nasse stempelt man dann rein. Darum verläuft dann da so die Farbe. Das ist jetzt ein Versuch gewesen. Da habe ich diesen Hintergrundstempel, den hier benutzt. Habe den mit ganz heller Stempelfarbe gedruckt auf einem extra Papier und habe ich so ein Masterboard gemacht mit Buchseite, seht ihr da. Am Schluss kam eine Serviette drauf und das ist einfach jetzt nur eine Grundlage für einen Tag. Ne? Das ist jetzt ein Tag. Da kann dann später noch irgend so ein Ausschneideteilchen drauf oder so. Also das ist zum Weiterverarbeiten. Hinten ist kaffeegefärbtes Papier drauf, kommt eine Öse rein, kann man auch so benutzen, kommt eine Öse rein, Bändele dran, kann das ins Journal wandern. Hier sehen wir das auch. Da habe ich wieder diesen Hintergrundstempel benutzt, aber ganz hell gestempelt. Ich habe von den, ich sage jetzt mal, rostfarbenen Schmetterlinge drauf, diese Technik, die ich von der Luise da habe, habe ich so einen Schmetterling draufgeklebt, nur in der Mitte, dass die Flügel noch so ein bisschen hoch stehen. Die Fühler habe ich dann hinterher wieder dran gemalt. Und dann habe ich einfach ein bisschen mit grünem Stickgarn das so ein bisschen gestickt. Einfach nur, dass so ein Hingucker ist. Und auch das könnte man jetzt auf einer Journal-Seite zum Beispiel hier unter hinkleben. Einfach hier unterrum und hier. Und dann können wir wieder irgendwelche Sachen wieder dahinter stecken. Ne? So ist das gedacht. Also mit ganz wenig Aufwand. Bisschen
auf einem weißen Papier diesen Hintergrundstempel benutzt mit zwei Farben, einmal schwarz und einmal ganz hell. Und das Schmetterlingle drauf, ein bisschen gestickt, braucht man nicht, aber kann man machen, sieht einfach interessant aus. Und man hat wieder ein Teil fürs Journal. Das sind diese Kassebuchpapierle da. Und da ist das Bingo-Kärtle noch. Die Stempel, das sind ja, die habe ich nicht, aber die hat die Anne im Shop. Die habe ich euch am Anfang schon gezeigt. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Das ist nochmal der Stempel von Grad Eber. Ich sage euch, wenn man da dann anfängt, das ist die Bingo-Karte in Rot. Gefällt mir aus, super gut in Rot. Den kennen wir, den Stempel. Den könnt ihr natürlich auch in ganz verschiedener Farbe stempeln. Dann kommt es natürlich, es ist der gleiche Stempel und es wird dann immer anders aussehen, je nachdem, mit welcher Stempelfarbe ihr stempelt. Ne? Blau finde ich auch super schön. Oder das Rote finde ich auch mega schön. So ein schöner roter Stempel. Genauso wie das Kassebuch. Das ist jetzt nicht so mein Fall, weil ich nochmal drüber gehe. Das ist gelbe Aquarellfarbe auf Aquarellpapier. Aber ich finde das Kassebuchpapier einfach nur, ja, so wie es ist, groß gar nicht groß das verändert, sondern hier auf dem kaffeegefärbten Papier gefällt es mir ehrlich gesagt am allerbesten. Wenn man gar nicht groß, oder hier, ein bisschen, das ist jetzt mit Aquarellfarbe. Einfach ein bisschen ganz hellgraue Aquarellfarbe drüber. So war es ursprünglich und da ist einfach ein bisschen mit Aquarellfarbe eingestrichen. Und das kann man zum Beispiel für ein Cluster benutzen oder für eine Collage oder so. Genau wie dieser da. Ich denke, das ist eine Adresse. Also wenn ich mal Briefmarke oder Briefmarke, irgendwelche einen Brief mache quasi, wo ich eine Adresse brauche, da würde ich dann diesen Stempel benutzen, weil das sieht aus wie eine Adresse, dann kann man das als ja, Adresse benutzen. Und das sind unsere Unterschriften, da haben wir diese kleine Charms draus gemacht. Da haben wir nochmal diesen, meinen Lieblingsstempel. Ja, und hier ist jetzt nochmal, so ist es, wenn ihr, also so würde ich das stempeln, ich würde ein Aquarellpapier nehmen, ein gutes, stabiles, muss nicht so teuer sein. Den Stempel drauf stempeln und dann habe ich einfach Aquarellfarbe genommen. Also das ist zum Beispiel hier die Farbe von hier. Das ist die hier verdünnt mit ein ganz kleines bisschen von dem Lila auf der Seite. Und ich gehe da großzügig drüber. Und hinterher schneide ich das dann schön aus. Also da braucht ihr nicht akkurat hier außenrum malen, sondern malt das Wischiwaschi. Und hinterher schneidet ihr das dann aus. Und dann habt ihr es dann quasi so. Und das wird jedes Mal anders aussehen, je nachdem, mit welcher Farbe ihr das gemalt habt. Ne? Aber da wollte ich euch zeigen, ihr müsst dann nicht so akkurat ausmalen, sondern ihr könnt großzügig malen. Ja, und da sind ein paar Schmetterlinge entstanden. Das sind die ganz helle. Die habe ich ganz hell gestempelt. Und die habe ich, das sind ja diesen Goldeffekt, das sind diese, sind meine Aquarellfarbe, die so Glitzerpartikel habe. Da ist Kupfer dabei, das Champagnergold war dabei. Das habe ich dann einfach benutzt und habe diese Schmetterlinge einfach so bemalt. Und wenn ich die jetzt irgendwo aufkleben möchte, dann würde ich einfach die Fühler mir hinterher nochmal aufmalen. Ja. Da sind sie ganz normal mit Aquarellfarbe so normal bemalt. Das ist auch, ich habe es auf unterschiedlichste Papiere gemacht. Das ist ein Aquarellpapier. Und das andere, das ist jetzt eben, das ist das Fotopapier. Das ist dieser Effekt von dem Video, was ich euch erzählt habe, von Luise. Wie gesagt, das Video werde ich noch finden in der Videobeschreibung. Also die finde ich auch unglaublich toll. Ja, so sind dann noch ein Haufen Schmetterlinge entstanden. Oder das hier. Das habe ich vor, auf meiner Journal-Seite einfach festzunähen. Das ist dann wie ein Bellyband. Ich werde es noch ein bisschen verstärken unter drunter. Das ist diese Wassermethode mit diesem Fotopapier. Und da ist es wieder total verlaufen, also wirklich schon wie 100 Jahre alt irgendwo aus dem Wasser gezogen, aus einer Pfütze gezogen. Die finde ich mega toll.